Audio Now. Ihr Lieben, Mondtalk. Unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen. Begleitet von Inspirationen für euch für ein erfülltes Leben. Und mit einem blau-gelben Schleifchen überreicht von Johanna Paunger-Poppe und von mir, Thomas Poppe. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös bin ich schon. Das macht nichts. Das darf man nervös sein. Auch mal ist gut. Ja, du hast recht, eigentlich bin ich eher selten. Aber das ist schon eine merkwürdige Situation. Wir zwei ratschen miteinander. Ja. Das tun wir ja eh schon seit 30 Jahren. Ja. Nur, dass wir jetzt uns das Ganze aufnehmen und hoffentlich ein Publikum dafür finden, was wir zu erzählen haben. Und zwar möchten wir ab heute einmal in der Woche etwas ganz Besonderes mit euch teilen. Ein Erbe unserer Vorfahren, das ist ein spezielles Wissen, mit dem Johanna vom ersten Lebenstag an aufgewachsen ist. Es geht um eine uralte Tradition, ein Wissen, das so ziemlich alle Aspekte unseres Lebens berührt und beeinflusst, nämlich das Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen. Jede Woche wollen wir euch da jetzt einfach ein bisschen mehr erzählen, Schritt für Schritt, gut verdaulich, über die Zusammenhänge zwischen Mond und Natur und vor allem, wie ihr mit Hilfe des Mondkalenders ein gutes Leben führen könnt. Das war unser Anliegen Nummer eins und zu diesem Zweck haben wir inzwischen, wie viel sind es? 12 Bücher geschrieben, ne? Und ein paar kommen vielleicht sogar noch. Und deswegen wird es uns nicht langweilig werden, wenn wir euch das nahe bringen, weil wir wollen wirklich bei Anfang anfangen. Zum Beispiel heute an Neumond. Ne? Johanna, den Zeitpunkt, den haben wir natürlich absichtlich gewählt, richtig? Den haben wir absichtlich gewählt, wie wir ja auch in die Bücher immer schreiben. An Neumond macht es einfach Sinn, was Neues zu beginnen. Und es fällt leichter, es bleibt auch besser hängen. Man hat viel mehr Inspiration für die nächsten 14 Tage auch, wo dann der zunehmende Mond kommt. Und es ist genauso ein Erfahrungswissen wie alles andere. Also es lässt sich jetzt nicht wissenschaftlich beweisen, weil die Wissenschaft da anders an die Sache herangeht. Es lässt sich beweisen, dass es funktioniert, aber eben nicht warum und so weiter. Also etwas Neues starten ist an Neumond immer vorteilhaft. Es muss natürlich schon durchdacht sein oder von der Qualität her auch. Also man kann nicht einfach irgendwas an Neumond anfangen. Und dann funktioniert das hundertprozentig. Nee. Also nein, es gibt keine Garantie, das ist schon mal klar. Es gibt keine Garantie, aber gerade diese Schwingungen, das macht schon sehr viel aus. Ich erinnere mich gut, als ich das Rauchen aufgehört habe. Das ist ein ganz beliebtes Unterfangen an Neumond. Ja. Das war wirklich, wirklich verrückt. Die Entzugserscheinungen, die haben genau 3 Tage gedauert. Und die waren aber ziemlich heftig. Also wenn jemand wirklich Neumond wählen möchte, diesen Zeitpunkt, dann muss er sich darauf einstellen, dass ihm das 3 Tage lang, am besten er macht 3 Tage Urlaub. Nein, das ist nicht bei jedem gleich heftig. Mhm. Das bei dir war, du hast sehr viel geraucht. Das macht auch was aus, ob jemand wenig raucht oder viel raucht. Und es spielt sich auch viel im Kopf ab. Stimmt. Also du hast einfach von heute auf morgen aufgehört, ohne Vorwarnung, ja. Nur weil Neumond war. Nein, nicht nur weil Neumond war, sondern weil ich eine Nachricht bekommen habe. Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Ich muss es sagen, die Nachricht war die, dass du schwanger warst. Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass du dann aufhörst. Also auf jeden Fall gelingt es wirklich gut. Wir kriegen so viele Leserbriefe, die sich da bedanken, weil es funktioniert und viele probieren halt immer und werden wieder rückfällig. Also deshalb der Start jetzt bei Neumond. Aber wichtig ist auch, wie das funktioniert, ja, mit dem Mond oder warum oder genau. Also Neumond ist ein Aspekt von ganz, ganz, ganz vielen. Nur, dass wir heute halt gerade bei Neumond angefangen haben, das war wichtig. Ne, dass wir, dann wäre eigentlich, wenn das jetzt die erste Volksschulklasse wäre, dann würde man als erste Frage stellen, was ist eigentlich ein Mondkalender? Weil es tatsächlich so ist, dass für viele das etwas Neues ist, etwas beinahe schon Geheimnisvolles. Aber also, um es mal so zu formulieren, ein Mondkalender in erster Linie gibt euch die 2 wichtigsten Mondphasen an, nämlich den zunehmenden Mond und den abnehmenden Mond. Und das ist eigentlich relativ einfach herauszufinden. Ein Kalender gibt in der Regel den Neumond als schwarzen kleinen Kreis an. Oder als dunkelblauen Kreis, ne, wenn es ein farbiger Kalender ist. Oder Scheibe.
Und eine Scheibe. Ja. Gefüllt ist. Genau. Mhm. Und den Vollmond meistens als entweder eine weiße Scheibe, wenn es ein Schwarz-Weiß-Kalender ist, oder eine gelbe Scheibe beim farbigen. Und meistens steht auch noch die genaue Uhrzeit dabei, weil das ist eine feine Information, die ist ganz wichtig für bestimmte Zusammenhänge. Das wäre Nummer eins. Und wenn man Kalender hat, die das sagen, die das euch zeigen, dann ist das schon mal ein ziemlicher Vorteil, weil ab und zu neben dem Mond unterscheiden, da kommen wir dann später noch dazu. Das ist eine ganz wichtige Information für in vielen Bereichen. Wobei man das gleich dazu sagen kann, das braucht es nicht später sein. Nach dem Vollmond kommt 14 Tage abnehmend. Genau, das wollte ich noch sagen. Und nach dem Neumond 14 Tage zunehmend, also 13 Tage und ein paar Stunden, manchmal fast genau 14 Tage. Und das ist das Prinzip, das ist so der Ursprung von diesem Kreislauf. Und dann ist jetzt Monat eben wieder Vollmond und jetzt Monat wieder Neumond und so weiter. Genau. Und dann kommen eben die Feinheiten sozusagen mit den Tierkreiszeichen. Ja, genau. Und das Interessante dabei ist unter anderem, dass bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg so gut wie alle Kalender haben den Stand des Mondes im Tierkreis angezeigt. Also man hat dann diese 12 kleinen Tierkreiszeichen gesehen, immer 2 oder 3 Tage hintereinander. Der Mond durchwandert nämlich dieselben Tierkreiszeichen wie die Sonne, nur eben innerhalb von 28 Tagen. Und ich erinnere mich noch, als ich zum allerersten Mal so einen Mondkalender gesehen habe, das war bei meiner Oma in Niederbayern, die hatte diese Tierkreiszeichen und sah, dass sie alle 12 Tierkreiszeichen in einem Monat sind. Was ich zu dem Zeitpunkt, da muss ich so 10, 12 Jahre alt gewesen sein, was ich da schon wusste, war, dass ich Tierkreiszeichen Fische bin. Und jetzt habe ich gesehen, dass aber auch in jedem Monat die Fische vorkommen. Ich habe dann meine Oma gefragt, was das überhaupt bedeuten soll. Ne? Und sie hat es nicht gewusst. Das glaube ich, hast du mal erzählt. Genau, ja. Und das, obwohl sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Ja. Und die Landwirte ja in der Regel am allermeisten vom Mondkalender profitieren. Davon aber auch später. Also ein richtiger Mondkalender sagt euch den Mondstand im Tierkreis und er sagt euch genau Vollmond und Neumond und er gibt dadurch an den zunehmenden Mond oder abnehmenden Mond. Ja, jetzt wisst ihr, was ein Mondkalender ist. Und die Frage ist, wozu das Ganze überhaupt? Wie ist ein Mondkalender überhaupt entstanden? Und da müssen wir wahrscheinlich wäre es schön, wenn man irgendwelche Vorfahren fragen könnte, die vor etwa 6000 Jahren gelebt haben. Ja. Weil damals begann die genaue Beobachtung, beziehungsweise die Beobachtung der Natur und ihrer Zusammenhänge, die ist natürlich schon viel, viel, viel früher erfolgt. Aber da begannen die Menschen zu versuchen, ein System zu entwickeln, das ihnen ermöglicht, die Einflüsse, die sie beobachten und die Phänomene in der Natur im Voraus zu berechnen. Weil ein Mondkalender macht überhaupt keinen Sinn, wenn du immer nur an einem bestimmten Tag weißt, aha, heute steht der Mond in Stier und was aber morgen ist, weiß ich nicht. Das Wichtige an einem Mondkalender ist, dass er einem die Möglichkeit gibt, Tätigkeiten im Voraus zu planen. Vor allen Dingen im Garten und so, das kann man im Winter schon schön planen, wann man was macht. Natürlich ist es immer wetterabhängig. Ja. Also ich glaube, das mit dem Mondkalender, was ich da manchmal bei den Vorträgen sage, und das verstehen sie, glaube ich, am besten, ist ein bisschen so wie ein Notenblatt. Ne? Da schaut man auch voraus und man kann jetzt sagen, die Note ist der und der Ton. Und so kann man sagen, das Tierkreiszeichen ist der und der Einfluss auf eine Tätigkeit. Und ob es jetzt der Garten ist oder ob es den Körper betrifft, man braucht einfach etwas, um zu sehen, was steht an. Und genauso kann man ein Lied singen ohne Noten, wenn man es kann. Und genauso kann man einen Garten ohne Kalender machen, wenn man das Gefühl dafür hat. Es gibt wirklich viele, man spricht so vom grünen Daumen. Und da meint man, die haben echt einen Mondkalender zur Hand, weil sie alles richtig machen. Und dann gibt es natürlich auch die, weiß nicht, sagt man da roten Daumen, die einfach alles zu Tode kriegen, auch gießen. Also ja. Wenn es denen im Urlaub was gibt zum Aufpassen, die sind einfach alle Blumen ertrunken, vor lauter Gutmeinen. Und so ist es mit dem Gefühl. Der eine kocht nach Kochbuch und du kannst es nicht essen. Und der andere kocht ohne Kochbuch und es schmeckt immer gut. Mhm. Oder eben genauso auch umgekehrt. Das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man den Mondkalender als Stütze sieht, als Hilfe sieht. Und irgendwann, man weiß nicht direkt auswendig, aber man kriegt ein
Gefühl dafür. Heute kann nicht abnehmender Mond sein. Also irgendwie fühlst du es, oder es kann nicht Vollmond sein und so weiter. Natürlich kann das ein Anfänger nicht. Mhm. Aber wenn man rausschaut und die Wiese, wie lange sie feucht ist oder ob der Tau gar nicht da war oder wie der Schnee ist, wenn man mit dem aufwächst, dann sieht man das. Da kann nicht jemand sagen, heute ist Krebs, mhm, wenn Skorpion ist, und er verwechselt das, weil das eine ganz andere Energie ist. Aber bis ich das spüren lerne, ist einfach ein Kalender notwendig, ja, um diese Stütze zu haben. Naja, den Kalender habt ihr ja auch in eurer Familie verwendet. Ne? Die Hanna war, ist ja, bei Bergbauern aufgewachsen. War immer, also wir hatten immer drei. Einer war im Stall, mhm, einer im Garten. Also heute würde man sagen Gartenhaus. Mhm. Ja, und der andere in der Küche. Und es war einfach wichtig, dass man Dinge nicht unnötig macht. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass man nicht Dinge macht, die heute keinen Sinn haben, mhm, weil die Zeit ja auch gar nicht da war. Man war abhängig davon, dass die Ernte funktioniert. Man war abhängig davon, dass das Heu trocken reinkommt, dass Obst haltbar ist, Gemüse haltbar ist. Oder ihm wurden auch die Haare geschnitten nach dem Mondkalender. Und viele Dinge einfach auch vorbeugend. Ja. Also da ist ohne Kalender, ich habe das ja selber erlebt, wie ich dann nach München bin, wo ich keinen Kalender hatte. Da bist du einfach am Anfang hilflos. Mhm. Gleichzeitig war ich befreit, weil mir gedacht habe, ich brauche da nicht mehr so Rücksicht nehmen. Habe dann gemerkt, dass das natürlich so nicht funktioniert. Also so viel zum Mondkalender, zum Einstieg, dass man weiß, warum brauche ich ihn überhaupt. Mhm. Man kann nicht wissen, was nächste Woche oder übernächste Woche ist. Also wir brauchen ihn ja auch. Also ja, das ist einfach etwas Wichtiges, wenn man nach dem Mondrhythmus leben möchte. Und man spart sich irrsinnig viel Zeit. Mhm. Also es ist, man hört immer wieder Leute, die sagen, wow, jetzt muss ich auf den Mondkalender noch schauen, ich habe sowieso schon keine Zeit. Es ist genau umgekehrt. Man spart sich, man muss immer denken, es sind 12 Tierkreiszeichen und nur eine Tätigkeit ist so richtig sinnvoll mit diesen Tierkreiszeichen zusammen. Und 11 andere Sachen, die ich vielleicht mache, sind völlig für die Katz. Mhm. Manchmal sogar richtig schädlich und man muss hinterher arbeiten. Und das sollten die Leute einfach mal wissen. Das ist keine Modeerscheinung und kein Modeboom, mhm, sondern das ist ein uraltes Erfahrungswissen, was die Menschen immer schon benutzt haben, um in Zeiten zu überleben, wo es einfach auch wenig gab. Ja, es ist wirklich uralt. Und sogar unser Charles Darwin, ne, der hat davon gewusst. Ne? Und es gibt ja auch viele, viele Schriften aus alter Zeit, wo das alles relativ genau beschrieben ist, bis hin zum, wann man Holz schlägt. Ne? Ich habe das Zitat vom Darwin hier. Na, und der hat geschrieben, dass der Mensch gleich den Säugetieren, Vögeln und sogar Insekten jenem geheimnisvollen Gesetz unterworfen ist, wonach gewisse Prozesse von den Mondperioden abhängig sind, wie etwa Schwangerschaft, Pflanzenwachstum, Reife und Dauer verschiedener Krankheiten und so weiter. Unser Charles Darwin, anno ja, 1800 noch was. Ja, mei, unsere Vorfahren, die haben genau hingeschaut, die hatten auch die Zeit, sich das anzuschauen, was da in der Natur passiert. Und die haben zum Beispiel, sie haben einfach gesehen, dass auch viele Tiere sich nach dem Mond richten, dass zum Beispiel Vögel ihre Nester nur an bestimmten Mondphasen errichten. Und das waren dann halt merkwürdigerweise die Phasen, wo ein Nest ganz schnell abtrocknet nach dem Regen. Abnehmenden Mond. Genau. Ihr solltet das, die Möglichkeit zumindest haben, das zu probieren, auch wenn ihr ganz Neulinge seid oder dass ihr sagt, ja, meine Oma hat einmal von dem gesprochen, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Also man kann vor allen Dingen im Garten ohne Vorkenntnisse, ohne irgendwas vorher zu wissen über den Garten, kann man mit dem Mondkalender von heute auf morgen einen super Garten erstellen. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Ja, da werden wir dann relativ ausführlich in späteren Podcasts drüber sprechen. Heute ist eigentlich eher gedacht, dass wir euch inspirieren, dass wir euch Mut machen, dass ihr vielleicht die nächsten Podcasts euch anschaut oder schlimmstenfalls sogar eins unserer Bücher mal euch im Buchladen zu Gemüte führt. Zum Thema, warum das alles so funktioniert. Weil du vorhin gesagt hast, das ist die Tierkreiszeichen sind so ähnlich wie Noten, ne? Also 12 verschiedene Noten. Wir werden ja oft gefragt, was wir glauben, warum die Sache funktioniert. Und da können wir eigentlich fast keine präzise Antwort geben. Wir wissen nur, dass es ein altes Erfahrungswissen ist, das, wenn jemand ausprobiert,
Er merkt nach relativ kurzer Zeit, dass es funktioniert. Aber was ich mir schon mal gedacht habe und was anscheinend auch ein Quantenphysiker sich mal genau angeschaut hat, nämlich, dass die 12 Tierkreiszeichen, dass die sowas Ähnliches sind wie zwölf Töne und dass dann der Lauf der Sonne und der Lauf des Mondes quasi wie ein Musikinstrument ist, ein großes, das diese Töne wiedergibt und zu Schwingungen hier auf der Erde führt, die man nützen kann. Ne? Ja, klingt schön. Es klingt ein schönes Beispiel und auch sicher nicht verkehrt, weil es ist ja nicht so, dass das Tierkreiszeichen Stier oder Krebs oder irgendwie was ausmacht, sondern es ist wie Uhrzeiger. Also, das ist der Punkt. Es ist wie so, eben, ob es jetzt Noten sind oder Uhrzeiger, das ist im Prinzip egal. Man braucht einfach ein bisschen eine Unterstützung, dass man sagt, wenn das Tierkreiszeichen ist, dann ist die und die Schwingung. Ja, und zwar gleichzeitig. Ne? Das ist so ähnlich. Was meinst du mit gleichzeitig? Weil wir werden ja öfters gefragt, ob wir glauben, dass die Tierkreiszeichen selbst am Himmel einen Einfluss auf die Erde ausstrahlen. Ja, nee. Aber das glauben wir nicht. Nee, ich denke, das ist wie, ja genau. Ich denke, dass das wie eine Uhr ist, wo. Das zeigt dir an, was jetzt gerade ist. Und deshalb ist wichtig, dass man auch den richtigen Mondkalender hat. Es sind ja welche im Umlauf, die nicht richtig berechnet sind. Das ist schade, weil das dann Verwirrung stiftet und dann heißt es, naja, das mit dem Mond stimmt auch nicht. Mhm. In Wirklichkeit haben sie nur das falsche Werkzeug dazu. Aber es ist so, dass wenn zum Beispiel Löwe ist, dann ist die Schwingung, und das kann man ausprobieren, vor allen Dingen ideal für Leute, die es nicht glauben, dass sie da einfach mal Haare schneiden. Das ist ganz was Einfaches. Und dann merkt man, dass die Haare dichter werden. Also es geht nicht darum, dass ich dran glaube. Sagen immer wieder, manche Jahre musst du nur dran glauben. Wobei das auch nicht falsch ist. Die Tatsache, dass an das, was ich glaube, sich entwickelt und sich verbessert oder verschlechtert, wenn ich was Schlechtes glaube, das ist ja auch bewiesen. Das ist ja ganz klar. Habe ich schlechte Gedanken, ist mein morgiger Tag wahrscheinlich auch nicht so lustig. Wenn es immer heißt Einbildung, ja natürlich hilft es auch. Aber der Einfluss vom Mond, der ist, ob du dran glaubst oder nicht. Mhm. Das ist also ganz klar. Man muss natürlich probieren. Und so sind verschiedene Tierkreiszeichen ein verschiedener Einfluss, vor allen Dingen auch auf den Körper, was ja auch jeder, von den Zuhörern jetzt auch jeder, ohne Ausnahme, schon erlebt hat. Natürlich stimmt, hat er nicht gewusst, dass da der Mond eine Rolle spielt und dass, sage ich mal, dass der Mond schuld ist. Aber jeder hat sich schon mal ein bisschen verletzt, am Finger, an der Hand oder so, oder hat sich was reingetreten. Und naja, gut, und dann war es bald mal wieder vorbei. Und genauso hat man erlebt, dass man sich vielleicht sogar weniger verletzt wie eine Woche vorher. Und das hält ewig nicht ab. Mhm. Und ewig stoßt man genau da an oder es entzündet sich oder bis zum Schluss, dass ich vielleicht sogar Antibiotika brauche. Und das ist etwas, wenn der Mond zunimmt, heilt es viel schlechter ab. Und wenn er abnimmt, heilt es schneller. Und das ist etwas, was jeder bei sich schon selber gemerkt hat, aber halt nicht gewusst hat, warum. Erinnerst dich noch an den Zahnarzt, dem wir gesagt haben, er soll mal in seiner Kartei nachforschen, wo seltsame Dinge passiert sind. Ah ja, ja. Wo Kronen in einer Woche rausgefallen sind. Ja. Oder wo ein Weisheitszahn rausging und es hat lange nachgeblutet und so. Und wir haben ihm dann gesagt, er soll eine Strichliste machen. Wo es schlecht ging und wo es besonders schlecht ging und besonders gut ging. Und ich habe ihm dann das Datum dazu geschrieben. Und dann hat er das überhaupt nicht glauben können. Aber der geht ja heute nur noch am Mond. Der geht heute noch am Mond, ja. Also es ist wichtig, dass eigentlich die Zuhörer wissen, wir wollen ihnen nichts ein- oder ausreden, sondern nur etwas nahelegen, was sehr, sehr einfach zum Umsetzen ist und unwahrscheinlich eine gute Wirkung hat. Die einzige Investition, das schreibe ich öfters den Leuten, die uns eine E-Mail schicken oder so, die einzige Investition, die man leisten muss, ist Geduld. Und einen Kalender. Sonst ist nichts. Der Kalender, das ist ein Blatt Papier. Geduld. Deshalb, weil man im Zeitalter vom Internet, man ist einfach gewohnt, alles muss schnell gehen. Man drückt irgendwo drauf und dann ist passiert, die Natur funktioniert halt nicht so. Aber was man vielleicht auch als Start jetzt, um die Leute ein bisschen inspirieren, zum was ausprobieren, das wäre, wenn das Tierkreiszeichen Jungfrau kommt, ist natürlich jetzt gerade, also im Sommer, im Hochsommer nicht ideal, aber sonst Jungfrau, etwas umtopfen oder umpflanzen im Garten oder eine Wildpflanze ausgraben, bis die daheim ist, ist ja meistens schon kaputt. Das einmal in Jungfrau probieren, wie gut das funktioniert. Und dann vielleicht sage ich einmal, an Fische.
Weißt du noch, wie wir den 30 Jahre alten Baum umgepflanzt haben, da bei uns, ja, in Klosterneuburg? Ja, genau. Das hat auch kein Mensch an uns geglaubt. Und da, ja, ist der Schaufelbagger gekommen. Das ist so wunderbar geworden. Ja, genau. Ja. Und der hat das einfach auf die Schaufel genommen, das Ding mitsamt Wurzeln abgerissen, alles woanders haben wir es reingepflanzt. Ja. Wir muss sagen, man muss... Das Loch haben wir schon gehabt. Das Loch müssen wir muss man einschwemmen. Ja. Das muss richtig schön nass sein. Und der Baum ist, der hat sich überhaupt die nicht bewegt. Die merken das, ne? Ja. Den Jungfrauen merken die das gar nicht. Und wenn man das an einem falschen Mond macht, dann ist es so, dass die beim Ausgraben schon, oder brauchst du nur ein paar Wurzeln abreißen, dann werden sie schon kaputt. Aber da fällt mir ein, vielleicht könnte man den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg gehen, was zum Ausprobieren. Weil du, als wir uns kennengelernt haben, da hast du mir Hausaufgaben gegeben. Ne? Mhm. Da war, was war da nicht das Nägelschneiden mit dabei? Ja, da war viel dabei. Blumengießen, Nägelschneiden. Aber Nägelschneiden, das war für mich... Fingernägelschneiden, ja. Das war so... also der Wahnsinn. Das hat zwar jetzt mit dem Mond nichts zu tun, aber danach habe ich mir gedacht, es klingt irgendwie plausibel, was die Dame erzählt. Wir werden irgendwann mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist wirklich toll. Naja, jetzt komm. Ja. Ja. Wir werden erst später was ausplaudern, okay. Nein, aber das mit dem Ausprobieren mit den Fingernägeln wäre schon nicht schlecht. Das hat tatsächlich mit dem Mond nichts zu tun, sondern einfach immer Freitagabend. Ja. Wenn man Freitagabend Fingernägel schneidet oder auch die Fußnägel, die braucht man, also den meisten Menschen, glaube ich, geht es so, dass die Fußnägel viel weniger schnell wachsen. Mhm. Da genügt dann oft alle 14 Tage. Aber ansonsten Freitagabend und sie brechen nicht ab, sie splittern nicht und immer kräftige. Man kann sich Mittel sparen. Das braucht man sowieso nicht. Ja. Und das ist schon was Tolles, weil gerade Frauen jammern oft, ach, jetzt ist wieder der Fingernagel abgebrochen und oder eingerissen und so weiter. Die das macht machen, so viel die haben aus. Keine Probleme mehr damit. Nein. Müssen wir dazu sagen, wer das jetzt ausprobieren möchte und es vergisst am Freitagabend, nicht am Samstagvormittag nachholen. Mhm. Weil das ist der schlechteste Zeitpunkt. Samstag ist der schlechteste Zeitpunkt. Mhm. Wer Samstag immer Nägel schneidet oder feilt, wird es immer ein bisschen Probleme geben, dass sie zu weich sind, dass sie schneller einreißen oder splittern und so weiter. Also ins Detail braucht man jetzt nicht genau, aber das mit dem Freitag kann man mal ausprobieren, unabhängig vom Mond. Also immer Freitag, egal welches Tierkreiszeichen. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt schon einiges weit gekommen sind. Und da möchte ich jetzt dich mit der Überraschungsfrage überfallen. Oh je. Johanna, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Bei euch zu Hause, hast du vorhin erzählt, hingen doch die Mondkalender an der Wand. Mhm. Ja? Aber du bist doch als Mädchen oft auf die Alm gegangen, allein. Und du warst da oben wochenlang. Nein, das war keine Alm in dem Sinn. Was willst du fragen? Du bist dann oben geblieben. Wo hast du denn da gewusst, dass wie der Mond steht? Nee, das war keine Alm. Mondkalender habe ich immer überall mitgenommen. Wow, in welcher Form? Naja, ich hätte einfach so einen Zettel. Weil es war so, dass man ja oft in die Berge wohin kam, wo es ganz seltene Heilpflanzen gab. Mhm. Und es ist so, ich habe ihn schon mitgenommen, aber nur wenn man länger weg war. Mhm. Wenn man so bloß Tage, man weiß ja, welcher Mond ist und man weiß auch, was morgen ist oder Moment, übermorgen. Du sagst, man weiß ja. Ja, nein, ich halt, weil da kann er daheim hängen bleiben, so meine ich, den brauchst du nicht mitnehmen. Alles aber klar. Wenn man länger weg ist, muss man das schon mitnehmen. Das zum Beispiel bestimmte Heilpflanzen sind ja auch nur an bestimmten Tagen heilkräftig. Mhm. Und da muss man das einfach wissen. Also ich habe halt gemeint, ich muss das wissen. Oder wenn man bestimmte Kräuter gefunden hat, die man ja auch nur an bestimmten Tierkreiszeichen pflückt, also besonders Kräuter, die heute zum Teil schon unter Naturschutz sind, wie zum Beispiel Annika oder so, da muss man schauen, für welche Krankheiten oder für welche Vorbeugung braucht man das. Und so hat man Du hast also gewusst, praktisch den Mondkalender in Beziehung gesetzt zum Zeitpunkt vom Krautsammeln. Ja, ja, weil sonst ist ja nicht so heilkräftig. Zum Beispiel Johanniskraut. Also da ärgert mich heute noch, dass oft so Johanniskraut irgendwann gepflückt wird. Das hat einfach diese ätherischen Öle, dieses rote Öl, was heilkräftig ist, das ist nur 1-2 Stunden am Tag überhaupt in der Pflanze drin. Ja. Gut, jetzt bei den verkauften Sachen ist so, dass die das rot färben, dann schaut es gut aus, aber es ist nicht so heilkräftig. Ja. Also man musste schon, oder ein Spitzwegerich muss auch wissen, das ist eigentlich das natürlichste Antibiotika, was es gibt. Und ist es jetzt gegen Husten, brauche ich Spitzwegerich, oder ist es gegen Wunden?
die schlecht verheilen und so weiter. Und so hat man dann einfach das immer gesammelt, was für bestimmte Vorbeugung auch oder Krankheiten ist. Mhm. Und das war ja in die Karton, kann man jetzt nicht sagen, das waren so Unterlagen, wo man also diese Kräuter gesammelt hat. Da hat man sehr wohl auch unterschieden. Das rechts oben, ich meine, das sagt euch jetzt da nichts, weil, aber ich habe ein Bild so vor mir, da hat man gewusst, das ist gegen Husten und das ist, also obwohl es dieselbe Pflanze ist. Obwohl es dieselbe Pflanze ist, weil es an einem bestimmten Tag gepflückt ist. Genau. Natürlich ist ein Heilkraut immer heilkräftig, deshalb ist es ein Heilkraut. Aber natürlich nicht annähernd so gut, als wir an bestimmten Tagen. Und das ist das, was wir genützt haben, auch bei den Tieren. Das wurde so hergenommen. Und irgendwie, wenn man das dann so lassen hat, und es war natürlich dann auch, ist nicht mehr so modern gewesen, hat man das lassen. Und dann sind die Tiere einfach auch mehr krank geworden. Mhm. Also das hat man schon erlebt auch, dass das Sinn macht. Und wir haben halt, wenn wir am Berg waren oder so, ja, man hat halt die Kräuter mitgenommen, wo man gewusst hat, das brauche ich für das, das brauche ich für das. Also wie zum Beispiel eine Schafgarbe ist eines der besten Frauenkräutertee. Mhm. Aber Schafgarbe ist auch eines der besten Kräuter gegen Kopfschmerzen. Mhm. Überhaupt bei chronischen oder Migräne. Und das hat man separat aufbewahrt. Also das war halt so, wie, sagen wir mal, von Witte bis Fisch, das geht halt so rüber, waren 6 so Laden oben und 6 unten. Verstehe. Und hat man gewusst, das links oben, das ist halt der Kopfbereich und das rechts unten, das war der Fisch. Das habt ihr so organisiert gehabt zu Hause? Das war immer so. Ja. Also organisiert, das war einfach so. Also ich muss dazu sagen, es gibt im Leben von Teenager und Kind, Johanna, gibt es einfach ganz viele Aspekte und Situationen und Dinge, die man organisiert hat, die so selbstverständlich waren für sie. Zum Beispiel diese Geschichte mit der Organisation der Kräuter, ne, von links oben nach rechts unten. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Es gibt vieles, wo sie ist einfach mit dem Wissen. Du hast ja nie gefragt. Sehr gut, sehr gut. Also lasst es euch sagen, wir haben 12 Bücher bis jetzt geschrieben, aber wenn es nach der Johanna gegangen wäre, dann wäre es nur eins gewesen und es wäre halb so dick wie das erste. Ja, ich weiß den Satz, wo ich immer gesagt habe, das weiß jeder, das brauchst du nicht aufschreiben. Ja, genau. Naja, aber das ist natürlich schon so, wenn man mit einem Wissen aufwächst und das erlebt, das funktioniert, ist es einfach so, dass man das nicht umsonst erlebt, sondern man erlebt es, weil man weiß, wie es geht und wie man es macht. Und dann kommt dann das einfach komisch vor, wenn das auf einmal jemand aufschreiben will. Ja, weil da denkt man natürlich schon, dass es mal jeder schon weiß. Ja. Weil du, nach 6000 Jahren kommt man auf die Idee, dass die Menschheit das jetzt endlich verinnerlicht hat. Und was hat sie gemacht? Ja. Na, sie hat 2 Weltkriege dazu benutzt, um dieses Wissen komplett einzustampfen. Ne? Und so zu tun, als ob es alter Schmarrn von gestern ist oder irgendein New Age. Ja, das hat es schon bei uns auch gegeben, in der Schule schon, dass das da geheißen hat, das ist jetzt nicht mehr modern. Und ein Kind ist ja sehr anfällig für sowas. Ein Kind, wir sind so erzogen, dass man sich nicht für die Eltern schämen braucht. Ja. Auf jeden Fall nicht. Und das bin ich auch dafür. Nur, wenn es um einen Mondeinfluss geht und der Lehrer vorne sagt so quasi, das ist ein altmodischer Schmarrn und der soll jetzt einen Dünger bestellen, da schämt sich ein Kind, dass die Eltern so altmodisch sind. Stimmt, also um das einmal so kurz auszudrücken. Mhm. Und natürlich kann ich jetzt heute sagen, das ist peinlich, dass ich mich da überhaupt geschämt habe. Aber ein Kind ist anfällig. Wenn du in der Klasse bloßgestellt wirst, ist altmodisch, dann möchtest du auch moderne Eltern haben. Mhm. Das ist einfach ganz so. Klar. Das ist heute auch nicht so. Wenn ein Kind, unsere Kinder auch, wenn sie heimgekommen sind und wenn wir sich beschwert haben über einen Lehrer, dann hätten sie sich trotzdem geschämt, wenn wir reingegangen wären. Mhm. Und da hat das Mundwissen, wenn das so in ein schlechtes Licht geführt wird und so als Aberglaube und du bist ja hinterm Mund und so weiter, dann braucht es schon gute Erfahrung, dass man da drüber stehen kann. Mhm. Sonst lässt man sich schon beeinflussen. Und als Kind bist du einfach mehr beeinflussbar. Ja, ist klar. Wie als Erwachsener, wenn du weißt, die reden zwar so, aber ich weiß, wenn sie es probieren würden, dann würden sie auch so nicht reden. Und dann steht man drüber. Ja, aber als Kind steht man halt nicht immer drüber. In einer der nächsten Folgen werden wir mal das erzählen, wie es dir ergangen ist, wie du dann mit 16 nach München ausgewandert bist. Und zuerst einmal komplett verzichtet hast, ne, auf dieses Wissen, weil du gedacht hast, ui, toll, Fortschritt. Und naja, zuerst habe ich mir nicht gedacht, toll, Fortschritt. Zuerst habe ich mir gedacht, wie überleben die so? Ja. Und dann habe ich gemerkt, die leben ganz gut.
Und mit Wurstsemmel und. Ja, naja, das habe ich nicht gegessen. Aber man hat dann später gemerkt, die leben eben nicht gut. Ja. Na, sie brauchen für alles dann Medikamente oder einen Arzt. Also richtig, kann man nicht sagen, ich lebe gut. Ja. Gut, aber da schwaffelt man jetzt nicht mehr weiter. Genau, da hören wir jetzt auf. Ja, ja, ich finde, für den Anfang hoffentlich hat es euch inspiriert und dass ihr vielleicht das nächste Mal auch reinhört. Und ich habe mir gedacht, das nächste Mal gehen wir dann einfach auch weiter im nächsten Schritt, nämlich, dass wir uns anschauen, was die wichtigsten Einflüsse sind. Nämlich, dass wir ein bisschen uns konzentrieren auf, was der zunehmende Mond bedeutet, was der abnehmende, was der kann. Mhm. Und dass Voll- und Neumond eigentlich die Kulminationspunkte beider Energien sind. Mhm. Und dann schauen wir uns an, in welchen Lebensbereichen. Und je nachdem, wie weit wir kommen. Ja, das genau. Schauen wir mal. So machen wir es. Und bis dahin, glaube ich, bis dahin. Wenn wir uns jetzt da mal verabschieden. Ja, Moment, ja? Ich muss noch was sagen. Und zwar, wenn ihr also wirklich happy seid mit dem Podcast, dann dürft ihr nicht vergessen, am besten gleich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und ihr findet uns auch auf euren Lieblingspodcasts-Providern, nämlich Audio Now, Apple Podcast, Spotify und eigentlich sonst überall im Podcast-Universum. Das war's für heute und es hat mich sehr gefreut und ich hätte eigentlich gar nicht nervös sein brauchen. Ja, gut. Weißt du, woran ich gemerkt habe, dass wir beide über 50 sind? Nein. Weil ich am Anfang sagen wollte, läuft das Tonband schon? Ja, komm jetzt. Okay, jetzt haben wir aber wirklich. Haben wir wirklich. Ciao, also, tschüss. Audio Now.